Hallo, ihr Gwirlinge! König Rinkel, der Erste von Gwirland und seine Gefährten können allesamt auf die Stufe 15 aufsteigen. Der Herr König ist es bereits und auch die Angehörigen seiner Stammgruppe, mit der er auf dem Sturmlichtturnier gewesen ist. Und in der Episode geht es jetzt um die Level-Ups der anderen Kollegen, die hier ausstehen. Und am Anfang zeige ich aber mal, was auf dem Sturmlichtturnier vor einigen Episoden bei Dringil und Co. als Level abgekommen ist. Deswegen hoffe ich, dass ich keinen Mist mache, wenn ich Valerie zur Kämpferin mache und ihr zwei Punkte gebe auf Athletik und Überzeugen. Und ihr dann einen neuen Perk gebe, ein neues Talent. Und ich schau mal, was es da so Schönes gibt. Ich entscheide mich bei Valerie für den durchschlagenden Hieb. Angriffe mit Waffen, die über Waffenfokus verfügen, ignorieren bis zu 5 Punkte Schadensreduzierung. Also das lese ich so, wenn ich mit Waffen angreife, für die Valerie einen Waffenfokus hat, das wäre in ihrem Fall das Langschwert. Genau, es wäre... Nee, Bastardschwert ist es nicht, ja. Es wäre das Langschwert, genau. Wenn sie mit einem Langschwert kämpft, was sie bei mir ja immer tut, dann hat sie die Chance, da 5 Punkte Rüstung des Gegners zu ignorieren. Halte ich für gut. Dann fertig. Nächster, Regonga. Kampfmagus natürlich. Und bekommt Punkte auf magischen Gegenstand. Benutzen, überzeugen und Wissen Arcanum. Und neue Talente, 2 Stück. Ich guck mal, was es so alles gibt. So, ich wähle bei Regonga die Fertigkeit Verteidigung zerschlagen. Du bist so geschickt mit deiner gewählten Waffe, dass sich Gegner gegen deine Angriffe nicht verteidigen können, wenn ihre Abwehr bereits beeinträchtigt ist. Vorteil, jeder Gegner, der erschüttert, verängstigt oder in Panik ist und den du in dieser Runde angreifst, gilt bis zum Ende der nächsten Runde gegenüber deinen Angriffen als auf dem falschen Fuß erwischt. Das betrifft auch zusätzliche Angriffe, die du in dieser Runde ausführst. Und ich gebe ihm Verderbnisdinge. Verbessert der Kampfmagus seine Waffe mit Hilfe seines Arkanvorrats, kann er einen weiteren Punkt seines Arkanvorrats verwenden, um der Waffe die besondere Fähigkeit Verderben hinzuzufügen. Und einen Zauber. Auf der Stufe 5 war es ja nicht viel übrig. Die 3 Helden unten hast du schon. Böswillige Verwandlung auf einen Gegner. Kältekegel. Säurespülregen. Die ausgerechnete Hand entweicht ein Säurering der jede Kreatur im Wirkungsbereich. Alle Kreaturen entlang einer Linie. Aha. Damit kommt man auch weit hinter irgendwo, deswegen mache ich das mal. Säurespülregen. So, fertig. Und dann The King himself. Schurke. Oder himself, oder? Was weiß ich. Du bekommst Punkte auf Beweglichkeit, Tricks, Heimlichkeit, Wahrnehmung. Ich bleibe dabei. Und überzeugen. Und hast ganz viele schöne Dinge. Bist des Piranhas. Was haben wir denn hier? Mächtiger Kampf mit 2 Waffen. Du erhältst einen dritten Angriff mit deiner Nebenhand. Hast darauf aber einen Malus von -10. Bist des Piranhas. Wenn du eine leichte Waffe oder eine andere Waffe verwendest, die mit Waffenfinesse benutzbar ist, das ist bei Dolchen der Fall, kannst du einen Malus von -1 auf... ja, okay, verbessert kritische Treffer. Wähle einen Waffentyp. Wenn du die gewählte Waffe verwendest, wird dein Bedrohungsbereich verdoppelt. Mach das. Fertig. Und Ekundario bleibt Waldläufer, bekommt Punkte auf Athletik, Beweglichkeit, Heimlichkeit, Wissen, Natur, Wahrnehmung. Und bekommt die tödliche Zielgenauigkeit. Da habe ich sie, genau. Das ist klar. Und er hat einen weiteren Erzfeind. Kann ich ja Irovetti auswählen? Wenn wir mal vorausschauend sind, was ist denn Nyrissa eigentlich? Das ist ein Feenwesen, oder? Mach mal Erzfeind-Feenwesen. Und? Mach das nochmal. So.
fertig. Lindsay! Barbin! Bekommt Punkte auf Wissen Arcanum, Wissen Welt, Wissen Religion, magischen Gegenstand benutzen und Beweglichkeit. Verbesserte kritische Treffer. Machst du eine volle Aktion mit einem Bogen, verschießt deinen ersten Angriff 2 Pfeile. Ja, mach mehrfach Schuss. Bist ja eher im Fernkampf. Du hast einen Zauber, den du lernen kannst. Die Helden unten gehen nicht, die drei untersten. Ich mache das hier relativ schnell. Lied der Zwietracht. Lied der Zwietracht finde ich gut. Und der Michel bleibt Kleriker und bekommt Punkte auf Wissen Welt, Wissen Religion, Überzeugen und Wahrnehmung. Waffenfokus kann ich dir geben. Du hast gerade eine schwere Armbrust. Stimmt, das hast du. Also du hast da noch gar keinen Waffenfokus. Das ist durchaus interessant. Was wäre hier Zauberfokus? Nee, mach das mit Waffenfokus. Schwere Armbrust. Ist okay. Und dann bist du auch schon durch. So. Und dann geht's weiter. Machen wir mal Knock Knock. Der bleibt Schurke. Und bekommt Punkte auf Beweglichkeit, Tricks, Heimlichkeit, Wissen, Natur, Wahrnehmung. Einen hat er noch, das ist dann Wissen, Religion. Mächtiger Kampf mit 2 Waffen. Klingt gut. Du erhältst einen dritten Angriff mit deiner Nebenhand. Ja, das kriegt er einfach. Mächtiger Kampf mit 2 Waffen. Genau dein Ding. Fertig. Nächster. Octavia. Bleibt arkane Betrügerin. Mit Punkten in Beweglichkeit, Tricks, Wissen Arcanum, Wissen Welt, magischen Gegenstand benutzen. Einer ist noch frei, dann nimmst du Heimlichkeit dazu. Und was hätten wir denn da? Arkanes Rüstungstraining. Du hast gelernt, bei angelegter Rüstung Zauber zu wirken. Senkt die Chance für arkane Zauberpatzer aufgrund der Rüstung, die du trägst, um 10%. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine Rüstung trägt. Womit mal. Ich muss mal kurz abbrechen, ja. Werden alle im Rahmen der Gesetzmenü schließen? Ja. Was trägst du, Liebes? Du trägst die Robe eines dunklen Akolyten. Das. Die sitzen hier trinken. Moment, irgendwas hier gerade buggy. So. Du trägst die Robe eines dunklen Akolyten. Ich habe auch nicht vor, dir was anderes zu geben. Es ist also totaler Blödsinn, dir diese arkane Rüstungsgewöhnung zu geben. Warte mal kurz. Die Robe gewährt dir einen Bonus auf Charisma und Intelligenz. Ach so, das ist natürlich nicht so günstig. Theoretisch. Intelligenz 25. 27, ja. Intelligenz wird nur um 2 gesteigert. Mhm. Weil hier schon plus 4 Intelligenz drin sind. Aber als Ratsmitglied braucht sie die bestmögliche Intelligenz. Auch wenn das hier ein bisschen sich beißt, der Reif und diese Robe. Der Michel, wenn er die Robe anzöge. Dann würde dieser Stirnreif frei. Ich muss mal ja kurz Ausrüstungsoptimierung machen. Überlegen. Also dieses Ding. Plus 4 Intelligenz, plus 4 Charisma. Zieh die mal aus. So, Michel.
Du hast den Stirnreif der geistigen Perfektion plus 4 Intelligenzcharisma und Weisheit wird ja noch gesteigert. Na gut. Wenn du das anziehst, hast du Charisma 22. Was hier dann genauso bleibt, da steigt dann nur noch die Weisheit. Dunkler Akolyt passt zwar nicht so wirklich zu dir, aber sei es drum. Dann hätte ich jetzt, durch diese Option, hätte ich jetzt den Stirnreif der geistigen Perfektion frei. Plus 4. Michael kann auf Weisheit zur Not verzichten. Zumal die ohnehin schon irgendwie geboostet ist durch irgendwas. Geistige Perfektion. Dringil braucht das nicht, der hat zur Not seine Krone. Lindsay. Plus 6 hast du sogar. Du hast, ach hier bei dir könnte ich das dir auf das Haupt setzen. Da hast du nämlich Weisheit plus 4 und hast noch mehr Bonuszauber. Kurz durchgehen. Du hast den Intelligenzbonus. Du bist auch im Rat, hast aber auch schon plus 4 für das wichtige Attribut. Du hast plus 4 durch Intelligenz auch das Wichtige. Du hast irgendwie, tut dich die mich sowieso nicht mit. Du hast den Mikrowellen-Topf 4 und der Ersatzmichel fällt nicht ins Gewicht. Dann kann ich Ekundayo das hier drauf stülpen. Da hat er mehr Zauber. Moment, mal gucken. Das stimmt. Es kann sein, dass du sowieso irgendwas Neues hast, was ich noch gar nicht hier reingetan habe. Das ist auch der Fall. Ich gebe mir nochmal eine Rindenhaut. Das machen wir immer bei den Buffs und die ist immer am ehesten alle bei dir. Hier haben wir noch was. Erfrischender Schlamm. Mächtige magische Fänge. Mach das mal. Tierwachstum. Das anvisierte Tier verdoppelt seine Größe, sein Gewicht. Das will ich sehen. Ich will einfach sehen, wie Ogbo mit diesem Ding aussieht. Deswegen wähle ich das jetzt hier aus. So, jetzt hat er hier nichts mehr frei. Wenn ich ihm jetzt das Ding auf die Stirn setze, dann müsste er vielleicht irgendwo einen Bonuszauber haben. Hier hat er jetzt einen Bonuszauber. Massenfederleicht. Ignoriert das Ziel negative Bewegungseffekte durch schwieriges Gelände. Das haben wir ab und zu mal. So Donnern und so Zeugs, das kommt ab und zu mal vor. Und mehr hast du dann nicht an Zusatzzaubern. Okay, ich glaube, das ist so sinnvoll. Es ist nicht optimal, aber ich glaube, es ist angesichts der Tatsache, dass Ekundayo ja immer dabei ist, tatsächlich sinnvoll, das so zu machen. Und das Ding kann eigentlich weg. Aber jetzt zurück zu Octavia. Es ist die Frage, ob man ihr vielleicht doch die Rüstungsgewöhnung gibt, wenn man ihr eine Rüstung gäbe. Das hier ist die Robe von Michel. Kurz gucken, ob wir noch irgendeine Rüstung haben. Die für Ocundaya? Nein, Octavia passen würde. Was hätten wir denn da? Na gut, das wird sie nicht tragen können. Moment mal. Was kann sie überhaupt tragen? Octavia. Rüstung. Charakter. Fähigkeiten. Du kannst leichte Rüstungen tragen. Okay, gut. Habe ich leichte Rüstungen? Das ist die Frage. Das hier ist eine leichte Rüstung. Das ist eine... Ja, das ist weniger als eine leichte Rüstung. Das wäre für dich passend. Das wäre für dich passend. Das wäre passend jetzt wieder. Du hast auch diese Armschienen, ich weiß. Das ist mittelschwer. Das wäre ebenfalls leicht. Und auch das. Gut, die Roben gehen natürlich immer. Wenngleich die Wirkung natürlich überschaubar ist. Hass des Skorpions, eine leichte Lederrüstung. Du kannst Gift als Kleriker der fünften Stufe wirken. Das ist nicht so verkehrt für einen Arkanbetrüger, theoretisch. Rüstungsklasse 5. Es wird dadurch nicht besser. Ja.
4. Ah, das hier müsstest du schon tragen. Also wenn ich das verbessern will, dann müsstest du das eigentlich tragen. Dann hast du eine RK von 25. Warum von 25? Das hat doch RK 8. Das hat RK 5. Warte mal. Wenn ich dir das hier wegnehme, dann hast du RK 19. Warte, Moment, das geht so nicht. RK 19. Genau. Und wenn ich dir jetzt das anziehe... Dann hast du doch 19 plus 8, 27, oder nicht? 25. Warum 25? Hast du irgendwas? Dieses Catnap plus 4 aus Adamant gewährt dem Träger einen Bonus von plus 4 auf Verteidigungswürfe für kritische Treffer. Warum? Was hier ein Gewichtsproblem? Auch noch dadurch? Na, es ist schwierig. Betörende Halskette. Du hast irgendwas, was dir schon Rüstung gibt, jetzt irgendwie. Aber das kann es ja eigentlich. Moment mal, das kann es ja eigentlich nicht sein. Der Ring kann es nicht sein. Der ist auch kumulativ zur Rüstung, genau. Und der Ring? Gewährt Träger auf Monsterverbesserungsbonus plus 2 auf Waffen. Das hat mit der Rüstungsklasse nichts zu tun. Die Handschuhe? Arcanum, Konzentrationswürfe? Ja, passt. Der Gürtel kann es nicht sein. Die Kette kann es auch nicht sein. Ach, das cappt ja die Geschicklichkeit. Ist es das? Das ist es, natürlich. Das sind die letzten beiden Punkte. Weil du so geschickt bist. Du bekommst eigentlich plus 8. Aber... Dir wird Geschicklichkeit weggekappt, also plus 8 minus 2, also plus 6 und 19 plus 6 sind 25. Ja, okay, ich hab's verstanden, hat eine Weile gedauert, aber ich habe es noch verstanden. Auch ohne Kommentare lesen zu müssen, vorher oder hinterher oder zwischendurch. Manchmal dauert's halt. So. Jetzt hast du hier natürlich das Problem mit der arkanen Zauberfee-Stark-Chance, die dir jetzt per Talent wegnehmen könnte. Ist es sinnvoll? Naja, als arkaner Betrüger mit so einem Kettenhemd des Assassinen, so rollenspielerisch, ist das schon gar nicht so verkehrt. Sie ist ja ein halber Schurke, das darf man nicht vergessen. Dann ist natürlich hier die Frage des Gürtels auch zu stellen. Warte mal kurz. Wenn der, die Beweglichkeit, na gut, die Beweglichkeit ist ja nur noch für die Rüstung von Bedeutung. Ansonsten die Beweglichkeit, ich könnte ihr jetzt den Gürtel geben, dann hätte sie die Stärke dazu. Ich gebe ihr aber den Gürtel, weil sie dann das Problem nicht mehr hat, dass sie überladen ist und da den Malus nicht kriegt. Stimmt's? So. Es ist auch nicht optimal, aber es ist vielleicht in Summe ein bisschen besser. Es ist zu größten Teilen nur anders, aber in Summe vielleicht ein bisschen besser als vorher. Und jetzt kann ich ihr... Darum ja eigentlich diese ganze Zinnober hier. Jetzt kann ich ihr tatsächlich... Hallo? Da, weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kann ich ihr tatsächlich das Arkan-Rüstungstraining geben, wenn ich sage, sie soll weiter diese Rüstung tragen. Aufgrund der Rüstung, die du noch trägst, um 10%. Wir machen das jetzt. Fertig. Du bist eh nicht in der Hauptgruppe. Dann gibt's Zauber. Auf der Stufe 7 und so. Oh je. Nee, ach, alle möglichen Stufen sind hier vertreten. Gut, das muss ich mir näher anschauen. Und ich gebe ihr auf der Stufe 7 den Zauber legendärer Ausmaße. Du beschwörst die urzeitliche Macht einer alten Megafauna, um dein Ziel zu vergrößern. Aufgrund seiner Verbindung zu lebenden Kreaturen einer fernen Vergangenheit funktioniert der Zauber nicht bei externaren Untoten und herbeigerufenen Kreaturen. Dein Ziel nimmt legendäre Ausmaße an und erhöht seine Größe um 2 Stufen. Ich will das sehen, wenn sie das auf Okbo zaubert. Deswegen muss sie diesen Zauber lernen. Und... Überirdische Freuden. Deine inspirierenden Worte erfüllen andere mit einer transzendentalen Glückseligkeit. Müsste es nicht transzendente Glückseligkeit heißen? Hm. Alle Verbündeten im Wirkungsbereich werden von allen schädlichen emotionalen Effekten befreit. Also so Furcht und so Zeugs.
Demoralisierung und so Sachen, das sind für mich emotionale Effekte. Wobei ich bei Furcht, ja doch, Furcht müsste auch ein emotionaler Effekt sein. Naja, außerdem heilt der Zauber bei allen Verbündeten im Wirkungsbereich 1d4 Punkte Intelligenz, Weisheit und Charisma-Schaden. Aha. Ja, gut. Weiter. Überraschungszauber. Auf Stufe 10 können arkane Betrüger jedem Zauber, der Schaden verursacht, ihren Schaden durch hinterhältige Angriffe hinzufügen. Wie gemein. Liebes, müssen wir dein Zauberbuch irgendwie neu sortieren? Und ordnen? Hier auch so was Neues. Massenperson vergrößern. Steinhaut. Gemeinschaftlicher Schutz vor Energie. Nimm mal das dazu. Das kannst du doch, oder? Das kannst du gar nicht. Oder braucht das zwei? Es braucht zwei, oder? Wie war das? Ah. Das geht ja so. Jo. Dann mach nochmal das da. Hier ist alles voll. Da ist alles voll. Hier, das ist neu. Legendäre Ausmaße. Und die überirdischen Freuden. Okay, so, dann schaue ich nochmal gerade durch hier im Inventar, ob wir irgendwelche Zauberspruchrollen haben im Fundus. Ne, wo ist denn das? Das ist hier irgendwo. Ich finde es wieder, da. Und guck mal, ob sie irgendwas lernen kann. Ja, kann sie. Drei Zauber der Nekromantie. Worte der Macht Blindheit kannst du lernen. Was ist das hier? Finger des Todes kannst du lernen. Und Schriftrolle, Einschränkung, Schüttelkrämpfe. Aber ich glaube, das sind alles so ganz üble Sachen. Nee. Wort der Macht Blindheit wäre hier. Eine Kreatur blind machen. Hm. Hier ist der Rest hingelandet, oder? Nee, gar nicht wahr. Wo ist denn der ganze Rest? Achso, das müssen nicht unbedingt rote Zauber sein. Das ist ja auch nicht rot. Säurenebel Sirocco. Wir einigen uns darauf, dass es irgendwo ist. Und ich es jetzt definitiv nicht wiederfinde. Egal. Weiter geht's mit dem nächsten. Das wäre dann Harim. Der bleibt Kleriker natürlich. Und bekommt 2 Punkte auf Wissen, Religion und Wahrnehmung. Und Harim. Verbesserte kritische Treffer. Du hast einen Waffenfokus auf schwere Streitkolben, richtig? Also müsste ich das da sinnvollerweise geben, weil du damit eigentlich normalerweise kämpfst. Zauberfokus. Ich gebe dir den schwere Steilkolben, verbesserten solchen. Mal kurz checken. Im Kampf zaubern hier Waffenfokus, schwerer Streitkolben und verbesserte kritische Treffer auf schwere Streitkolben. Fertig. Durch. Du hast auch einen schweren Streitkolben in den Händen. Hast du. Gut. Dann machen wir den Ersatz, Michael, weil wir gerade bei den Klerikern sind. Der bleibt Kleriker. Jetzt gehen wir einfach nur durch hier. Zack, 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 zack. Weiter. Fähigkeit kriegst du nicht. Und du kannst noch eine Klasse aufsteigen sogar. Eine Stufe natürlich. Zack, 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 zack. Weiter. Und kannst auch einen Waffenfokus kriegen. Der normale Michel hat jetzt die schwere Armbrust. Da kriegst du die auch. Waffenfokus. Fertig. Dann eure Zauberbücher. Harim. Hier hast du was Neues. Reinigung. Und da ist nichts. Doch hier. Schutzmantel des Chaos. Das klingt gut. Passt zu dir. Und heilige Aura. Das schützt sie vor Angriffen. Das grenzt gegen Zauber. Lassen wir mit Zaubern erblinden.
klingt auch nicht so schlecht. Ersatzmichel. Du hast wahrscheinlich mehr Sachen, die frei sind. Du kannst hier noch eine Genesung dazu nehmen. Ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, ich werde ihn nie wieder dabei haben. Aber wir machen es einfach mal. Der Vollständigkeit halber. Hier. Machen wir mal eine mächtige Magie. Bannen. Hier nimmst du die vollständige Genesung. Und eine Auferstehung. Eine Zerstörung. Und die Wellen der Ekstase. Trinkel möchte sehen, wie du das zauberst. Und dann hier Sonnenfeuer. Sonnenfeuer klingt toll. Und da hast du Herz rausreißen. Jetzt kann ich dumme Wortwitze machen. Unheilige Aura. Nee. Heilige Aura. Sonnenfeuer hat der Michel das auch? Der richtige, normal, original Michel? Wo ist denn der? Da. Das fand ich gerade gar nicht so uninteressant. Da, Sonnenfeuer, tatsächlich. Alle Kreaturen, alle, auch die eigenen Freunde. Sonnenfeuer beschwert eine Kugel aus Strahlung, die an einem von dir gewählten Punkt lautlos explodiert. Alle Kreaturen im Wirkungsbereich erblinden und erleiden 6d6 Punkte Schaden. Alle. Ein erfolgreicher Reflexwurf hebt die Blindheit auf und halbiert den Schaden. Untote Kreaturen im Wirkungsbereich erleiden 1d6 Punkte Schaden pro Zauberstufe. Also nicht zusätzlich zu den 6d6, sondern anstelle der 6d6 erhalten untote Kreaturen das. Aha. Maximal 25d6. 25d6 ist aber auch schon echt eine Hausnummer. Bei ihm wäre es aber maximal 15d6. Das wären also mindestens 15. Oder das Sechsfache von 15. Das Dreifache von 15 sind 45 und das Zweifache davon 90. Also zwischen 15 und 90 Schaden. Und selbst wenn der Reflexwurf gelingt, sind es immer noch 7 bis 45 Schaden. Was hast du hier? Heilige Aura. Info. Jede geschützte Kreatur erhält einen Ablenkungsbonus. Bannzauber. Trifft eine böse Kreatur eine mit diesem Zauber geschützte Kreatur im Nahkampf? Er blindet der Angreif. Ja, ich lasse das mal so, wie es ist. Gut. Wir machen weiter, wir haben keine Zeit. Jubilost. Bleibt Alchemist. Bekommt Punkte auf Tricks, Wissen Arcanum, Wissen Welt, magischen Gegenstand benutzen, Wahrnehmung und Heimlichkeit. Und hat ein neues Talent. Ich glaube, du schießt. Womit schießt du? Da hast du einen Waffenfokus. Ja, Bomber hast du einen Waffenfokus. Du kriegst die verbesserten kritischen Treffer mit der Bombe. Bannzauber. Ein normaler Zauber, nicht Bannzauber. Wie komme ich denn auf Bannzauber? Auf der Stufe 5. Und gemeinschaftliche Steinhaut braucht 10 Diamantstaub. Was gebe ich dir denn? Genesung. Wir haben den Michel. Bestiengestalt. Das ist doch alles Blödsinn. Das brauchst du doch nicht. So was richtig Tolles fällt mir hier nicht auf. Ist ja nur die Dunklen, die ja nach Machtstandort vortäuschen. Irgendwas. Fertig. Ich schau durch, was du an
Sachen hier vielleicht noch lernen könntest. Michel, nicht Michel. Jubilost, wo bist denn du? Da bist du. Nö, da ist nichts dabei. Also geht's weiter. Jätal. Inquisitorin bekommt Athletik, Wissen, Arcanum, Wissen, Religion, Wahrnehmung, Überzeugen. Sie ist eher im Nahkampf, so wie ich sie bisher ausgerüstet habe. Defensive Kampfweise. Boah, ist eigentlich alles egal. Eiserner Wille. Du nimmst die große Zähigkeit und ein Gemeinschaftstalent. Rücken anrücken. Und ein neuer Zauber. Gerechte Macht. Du kriegst die gemeinschaftliche Steinhaut. Fertig. Dann meine Lieblinge, Canera Kalicke. Kinetika. Zwei Punkte Athletik. Heimlichkeit bei dir. Das ist Kalicke. Und ein Talent. Habe ich noch irgendwelche Tipps offen? Nee, das sind alles irgendwelche allgemeinen Sachen hier. Die große Zähigkeit kann nicht schaden. Du bist die Wasser-Lady. Hast Luft dazu irgendwie? Luftgeschoss. So, weiter. Fertig. Und dann die Schwester. Canera, Kinetikerin. Punkte auf Beweglichkeit, Heimlichkeit, Wissen, Natur, Wahrnehmung. Und du bekommst auch die große Zähigkeit. Und du bekommst dann hier die Erde. Weiter. Fertig. Und dann haben wir noch Amiri und die dürfte die letzte sein. Barbarin. Vier Punkte auf Athletik. Wissen, Natur, Wahrnehmung, Überzeugen. Und verbesserte kritische Treffer. Na, bei ihr wechsle ich immer die Waffe so ein bisschen. Sie hat jetzt keine Waffe, wo ich sage, das ist genau dein Ding. Du wechselst sie auch nie. Nicht so wie bei Rigonga mit der Glefe und so. Vielleicht ist es besser. Schadensreduktion, kann man das nochmal machen oder ist das hier wieder nicht dabei? Ich gebe dir den Schildstoß. Rüstung zerschmettern. Mächtiges Rüstung zerschmettern. Na ja, komm, mach das. Weiter. Das hat Rigonka auch, glaube ich. Fertig. Und damit sind es alle durch. Das ist der Fall. So. Damit ist hier auch diese Episode zu Ende und ich werde jetzt hier speichern, Aufnahmesession beenden, wenn hier grobe Unfug dabei wäre, gewesen wäre, was ich nicht glaube. Aber es könnte ja mal sein, dass es ausnahmsweise bei mir mal groben Unfug in den Level-Ups geben würde. Dann bitte in den Kommentaren konstruktive Verbesserungsvorschläge machen. Und falls da was dabei ist, wo ich sage, ja, das ist tatsächlich unfassbar gut und wichtig, das so zu tun, würde ich gegebenenfalls dann die Level-Ups korrigieren, bis auf die von denjenigen Helden, die beim Sturmlicht-Turnier waren, weil die haben wir schon und das ist schon ein paar Episoden her, das ist so, wie es ist. Aber alle anderen, die heute dran waren, könnten auch korrigiert werden und dann gucken wir mal am Anfang der nächsten Episode, ob irgendwelche Korrekturen notwendig sind. Ansonsten geht es dann weiter mit Questen. Wir haben hier mit Amiri, da können wir was machen. Wir können Pitax weiter erkunden, da gibt es Sachen zu tun. Ich glaube, wir gehen mal wieder ein paar Sachen machen. Richtig. Vielleicht machen wir noch einen Rangaufstieg vorher. Und dann geht's wieder los. Tour Richtung Westen. Genau. Mit irgendwas geht's weiter im nächsten Teil. Bis dahin.